Hallo und herzlich willkommen zu Max Koch und Backstudio. Heute möchte ich einen Pulled Pork machen. Und als Beilage möchte ich noch einen Krautsalat machen und noch Veggies dabei. Aber jetzt muss ich erstmal das Fleisch vorarbeiten. Das muss nämlich jetzt 24 Stunden ziehen. Und was ich alles dafür haben muss, seht ihr gleich nach meinem Intro. Wie gesagt, für mein Pulled Pork muss ich haben. Ich habe hier ein schönes 2 Kilo Stück Schweinenacken und das wird jetzt mariniert mit Smoky Wap. Das ist irgendwie so eine Mischung, da ist alles drin. So, dann nehmen wir mal los. Und dann schütten wir das hier rüber, machen die großen Teile ein bisschen klein und dann reiben wir das schön ein. Das haben wir jetzt eingerieben mit dem Smoky Wap und das geht jetzt wieder für 24 Stunden im Kühlschrank. Wird jetzt luftig verpackt. Ja, jetzt geht es weiter mit dem Krautsalat, aber vorher wollte ich euch mal sagen, welche Gewürze in dem Smoky Wap hier drin sind. Das habe ich nämlich eben vergessen. Aber dafür muss ich erstmal mein Fernglas anziehen. So, hier sind drin an Gewürzen Knoblauch, Chili, Gelb, Senfmehl, Kümmel, Paprika, Meersalz, Rohrzucker. Paprikapulver geräuchert, Paprika Rauch, Rauchsalz, Speisesalz und nochmal Rauch. Das ist also hier in dem Smoky Wap drin. So, und jetzt geht hier weiter mit meinem Krautsalat. Und dafür muss ich hier haben einen Weißkohl, der hat etwa 2 Kilogramm. Dann muss ich haben 3 Möhren. Dann habe ich hier 2 rote Zwiebeln schon mal gewürfelt. Und für das Dressing brauche ich 500 Gramm Mayonnaise, 50 Milliliter Spreit, 70 Gramm Puderzucker. Ja, und dann brauche ich hier noch einen Teelöffel Salz, einen Teelöffel Pfeffer. Ja, und zum Schluss kommt nachher noch ein Esslöffel Essig dabei. Und zum Zerkleinern habe ich mir meine beste Freundin geholt, die Küchenmaschine. Damit werden wir jetzt gleich den Kohl zerkleinern. So, dann fangen wir mal an mit dem Kohl hier. Aber ich glaube, ihr wisst ja, wie man mit so einer Küchenmaschine ein Kohlkleid macht. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, jetzt habe ich mit der Küchenmaschine den Kohl und die Möhren geraspelt. Ich habe das ganz fein geraspelt. So, und jetzt kommen nochmal hier die 2 roten Zwiebeln dazu, die ich gewürfelt habe. Und jetzt kommen wir zum Dressing. Erstmal hier so ein Mixer. So. Dann gehen wir hin. Dann kommt zuerst die Mayonnaise hier rein. So. Und jetzt kommt die Spreit damit rein. Es gibt nochmal einen extra Geschmack. So. Das rühren wir jetzt rum. Ja. Hat sich schön gewohnt. Und jetzt kommt der Puderzucker hier rein.
weil der Puderzucker verbindet besser als wie der normale Zucker. Jetzt kommt noch ein bisschen Essig dabei, einen Esslöffel. Rühren wir um. Jetzt kommen noch die zwei Gewürze, der Pfeffer und das Salz dabei. Und das schütten wir jetzt hier oben drüber. Schmeckt gut. Sogar sehr gut. Und den stellen wir jetzt auch bis morgen in den Kühlschrank. Kann er richtig durchziehen. Ja, so, jetzt geht es weiter mit unserem Pulled Pork. Die 24 Stunden, die sind rum. Ich habe das Fleisch vor einer Stunde etwa aus dem Kühlschrank geholt, damit es Zimmertemperatur gibt, annimmt. Und jetzt geht es weiter. Ich habe hier meine ganz normale Fettpfanne und jetzt habe ich hier 2 Liter Brühe, die gebe ich jetzt hier rein. So. Das ist ganz normale Brühe, egal welche. Ihr könnt auch Apfelsaft nehmen, kommt hier aber gleich raus. So. Den Ofen habe ich mir schon mal vorgeheizt auf 140 Grad. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen, zu dem Pulled Pork. Dafür ziehe ich mir jetzt wieder Handschuhe an. Und das legen wir jetzt hier auf das Bratrost drauf. So sieht jetzt mein Pulled Pork nach 24 Stunden aus. Das legen wir jetzt hier drauf. Ja, wie gesagt, jetzt bleibt das 6 Stunden im Backofen bei 140 Grad. Ja, hier bin ich wieder und jetzt geht es weiter mit unserem Pulled Pork. Und jetzt legen wir das Fleisch auf Alufolie, backen es ein und dann geht es dann nochmal für eine Stunde im ausgeschalteten Backofen zum Ruhen, damit sich die Fleischsäfte wieder schön verteilen. Und das legen wir jetzt so noch mal für eine Stunde zum Ruhen in den Backofen. Ja, und in der Zwischenzeit war ich nicht untätig und habe mir hier aus Kartoffeln habe ich mir kleine Wedges geschnitten. Das ist ganz einfach. Kartoffeln schälen, halbieren, vierteln. Und dann je nachdem, wie groß ihr die haben wollt, dann nochmal vierteln und so stellt ihr dann eure eigenen Wedges her. Ja, jetzt geht es weiter mit unseren Wedges. Die habe ich in der Zwischenzeit gewürzt und zwar mit Pfeffer, Salz und ein bisschen einen Hauch von dem Smoke Eye und habe noch ein bisschen Paniermehl oben drauf gegeben. Und die werde ich jetzt in der Fritteuse nach und nach erstmal vorgaren. So, jetzt fangen wir an wieder mit der ersten Tour, die Wedges auf 180 Grad schön auszubacken. Ja, jetzt ist es soweit. Jetzt holen wir unser Pulled Pork da unten raus und dann werden wir mal sehen. Meine letzte Fuhre Wedges sind auch schon dran. So, und jetzt fangen wir mal an, das Fleisch zu zerreißen.
gucken wir. Ja, das war ganz schön. Und hier habe ich mir ja mein Sud hier von mit ein bisschen Barbecue-Soße vermengt. Und das kommt jetzt noch hier oben drauf. Das mischen wir jetzt mal durch. So, mein Bett jetzt ist auch fertig. So, und jetzt können wir anrichten. Das hier ist mein Pulled Pork mit selbstgemachten Veggies und selbstgemachten Krautsalat. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, lasst mir einen Kommentar da, lasst mir einen Daumen da, Rezept setze ich euch in die Infobox und schaut auch mal hier meine anderen Videos rein. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, sagt euer Mike.